Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Wir wollen heute wieder ein bisschen erforschen, bevor wir nach Hause gehen, und das war eine Niete. Warum? Ich fühle mich irgendwie ein bisschen verarscht. Naja. Haben wir uns noch ein bisschen Ressourcen. Hier haben wir nichts drin. Ja gut. Jetzt geben wir noch ein paar einheimische Kreaturen hier. Lebensformen. Schade. Ich hätte mir hier mehr erhofft, dass wir wieder ein paar Einzelteile für andere Schiffe finden oder so. Aber nö. Na gut. Ist nur Metallschrott. Ja gut, wir begeben uns nach Hause. Okay, man kann gleichzeitig hinten öffnen und da reingehen. Habe ich noch Essen am Start? Nee, muss ich mir zu Hause reinziehen. Wir wollen jetzt erstmal Richtung Wasseraufbereitungsanlage gehen, bevor wir irgendwas anderes machen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste von allem, weil Essen kriegen wir hier halt wirklich an jeder Ecke. Vor allem können wir uns das auch später anpflanzen. Hallo. Ich gehe ja schon in die Richtung, ist ja gut. So, das nehmen wir mit. Lass bloß mein Schiffchen in Ruhe, sonst muss ich dich töten. Und du weißt, dass ich das nicht kann. So, okay. Wo der Typ uns jetzt tötet. Ich will doch nur in mein Schiffchen rein! ETF. So, jetzt geht's aber langsam ab nach Hause, es sei denn, hier ist noch was drinne. Nein. Oh. Was ein Stress. Aber gut, die gestrige Folge war sehr erfolgreich, weil wir es geschafft haben, unsere Seebohrer auf Stufe 3 abzugraden, ohne irgendwie einen Scheiß dafür zu tun. Bin ich sehr begeistert drüber. Und wir können jetzt alles ein bisschen verstärken bei uns zu Hause. Wie weit bin ich denn von zu Hause weg, sag mal? Finde ich hier noch ein bisschen Lithium? So just for fun, ein bisschen? Ich bezweifle das stark. Oh, da scheint was drin zu sein. Mobile Fahrzeugstation. Ja, das ist definitiv neu. Also nein, eigentlich nicht. Ja gut. Da sehen wir schon unser Zuhause. Sieht ja ein bisschen komisch aus. Ah, naja. Ob ich da mit einem Laserschneider oder so rankomme? So. Ich bin zu Hause. Gut. Dann, wir brauchten Wandpflanztopf. Wandregal, Atommüllbehälter, ja. Das brauchen wir auch irgendwann, ne? Ah, Aerogel. Stimmt. Und dafür wollten wir das hier vorher fertig machen. Diamant. Wir müssen noch irgendwo einen Diamanten auftreiben. Einen Diamanten würde ich bei seismischen Aktivitäten vermuten. Das heißt bei hoher Hitze. Da müssen wir noch ein bisschen suchen. So, hier war alles voll. Hier war auch schon alles voll. Dann stopfen wir hier den Rest rein. Titan haben wir jetzt mehr als genug. Ich würde sagen, wir machen die Verstärkung fertig. Dann können wir nämlich die anderen Räume ausbauen. Und dann verlieren wir auch ein bisschen Titan. Komm. Wo ist mein ganzes Lithium? Achso, ja.
Packen wir hier erstmal alles wieder rein. Wir brauchen mehr von diesen Zeitkapseln. Die sind gut. Die mag ich. Da ist richtig cooles Stuff drin. Emergency. Starvation imminent. Seek calorie intake ja, immediately. Meinetwegen sterbe ich gleich nochmal. Ist mir doch egal. Ich bin jetzt schon hier in Sicherheit. Mehr muss ich nicht. Noch mehr Schrott. So. Wenn ich schon mal hier bin. Kann man ein bisschen reparieren. Ach, der Frachtraum ist leer. Gut, dann haben wir alles jetzt rausgeholt. Rein theoretisch können wir kurz was essen. So wild ist das jetzt nicht. Okay, da fehlt es ein bisschen an Titan. Jedes verfluchte Mal laufe ich einmal rum. So. Vital signs stabilizing. Nehmen wir noch ein bisschen Titan mit. Und dann geht's los. Wenn wir hier die ganze Reihe versteckt haben, können wir eigentlich unsere Basis, ja, schon zu Ende machen, ne? 12,5. 19,5. 26,5. Okay, bauen wir jetzt erstmal aus. Dann hätten wir hier noch ein Räumchen. Ach, machen wir die Scheißtür hier auf. Hatten wir da nicht einen Raum oder so? Irgendwie war mir da was. Oder hat die Kackbratze das jetzt kaputt gemacht? Warum ist der Raum weg? Das ist ja seltsam. Das geht hier immer noch nicht, ne? Ich denke, da sind die Schränke im Weg. Dann regeln wir das gleich mit den Schränken auch noch. Habe ich eigentlich gar keine Lust drauf, aber gut. Muss ich die umräumen und ach. Bauen wir erstmal den Raum hier fertig. 6 Titan. Ich habe kein Titan mehr am Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Ich drücke über die falsche Taste. So. Noch ein Raum fertig und ich möchte da ehrlich gesagt diesen Raum haben. Der ist mir doch schon sehr wichtig. Wieso? Ich weiß auch nicht. Ich mag das einfach, den Raum da zu haben. So. Halt. Seek fluid intake. Das kann ich jetzt nicht gebrauchen, Spiel. Naja. Was sollst. Du bist jetzt leer, ne? Du bist auch leer. Kann ich nicht einfach... Offensichtlich nicht. Wenn es jetzt immer noch nicht geht, dann weiß ich ja ehrlich gesagt auch nicht. Dann müssen wir halt anders planen. Dann machen wir einen Tee oder so. Ja, geht doch. Wieso nicht gleich so? Sehr schön.
Dann haben wir unsere Viereckskombination. Und ich denke mal, das wird erstmal an Räumlichkeiten reichen. Dann können wir da auch gleich Pflanzen und so anbauen. Wegen Nahrungsmittel müssen halt nochmal zur Insel dann zurück, höchstwahrscheinlich, ne? Wenn ich sie jemals wiederfinde. Das ist immer so das Problem bei diesem Spiel, Dinge wiederzufinden. Da! Wunderschön. So, und weil wir jetzt noch so viel Stärke übrig haben, nehmen wir jetzt das Quarz mit. Und machen hier unsere Fenster fertig. Ach, dafür muss ich Glas machen. Wie viel haben wir? Eins, zwei... Ach, wozu zähle ich überhaupt? Glas kann man immer gebrauchen. Okay. Ich finde es halt wichtig, wenn man so einen Gang hat, dass man auch rausgucken kann. Das ist doch schön, oder nicht? Dass man hier diese Fenster hat, wo man nichts sieht. Sehr effektiv. Ich weiß, es hat so ein bisschen Raumschiffgefühl, ne, was wir jetzt hier haben. Oder wirkt das jetzt nur so? Oh, schon habe ich kein Glas mehr. Aber gut, so viel dazu. Kümmern wir uns um die anderen Räumlichkeiten. So, wir haben ja jetzt hier unser Lager aufgestellt, ne? Wir können jetzt hier erstmal die Schränkis wieder aufbauen. Ja, ich werde verdursten, ist mir egal. Seek fluid intake immediately. Gerade schon gesagt, ist mir egal, Spiel. So. Hier können wir eigentlich so private Räumlichkeiten aufbauen, ne? Jetzt haben wir hier Abfalleimer, Einzelwandregal, ja, so ein Einzelbett. Gehen wir mal hier hin. Oh, Fasergewebe habe ich am Start. Nee. Dann. Bank. Machen wir einen Schreibtisch hier hin. Wo ich dann meine Let's Plays aufnehmen kann. Nee, yeah, das wird Jahre dauern. Um Gottes Willen. Oh, so, dann hier so seitlich. Du bist zu groß. Was ist das für ein riesen Mülleimer? Ich brauche einen kleinen Mülleimer. Labortisch. Mal einen dahin. Einen übers Bett. Ach so, das kostet nichts. Nicht genügend Platz zum Hinsetzen? Ich will mich gar nicht hinsetzen. Ja, dann hier noch. Übers Bett so. Ach, das ist nur ein Namensschild, ne? Ja, gut. Ich dachte, das wäre irgendwas anderes. Wandregal. Ach, dafür brauche ich Titan, ja? So, auch Titan. Ist alles nur Dekoration hier. Kriege ich hier noch mein eigenes Ding ins Bummens hier. Zack. Daneben kommt einer dieser Mülleimer. Da. So ein Abfalleimer, so ein riesiger. Mal an die Seite. So. Dann kann hier mittig noch ein Tisch hin mit diesen Stühlen. Gibt es nicht irgendwie eine andere Tastenkombination, um die zu drehen? Das dauert so ewig. Ich kann mich einfach drehen. Ah. Okay, das macht es ein bisschen einfacher. Wenn wir das dann so machen. Zack. Halt, Moment. Ich gucke in die Richtung. Nehmen den St Ach, das hat. Warum? Das ist Quälerei, Leute. Das ist Quälerei.
So, kann ich mich auch schlafen legen? Oh, ich brauche Fasergewebe dafür, ne? Gut, ja, dann würde ich sagen, holen wir uns noch ein bisschen Titan. Ich kann nicht mehr laufen. Nicht mehr richtig. Fasergewebe habe ich gar nicht. So. Ach, dafür brauche ich auch noch Glas. Ja, ich will ehrlich gesagt nicht so viel rumschleppen. Weil, ja, ist ein bisschen doof, wenn ich dann im Krepieren bin und Sachen dabei habe. Weißt du? Ist ein bisschen blöd. Falsche Taste schon wieder. So. Oh, ich kann was in den Mülleimer reintun. Lol. Okay. Ja, dann sterben wir erstmal fröhlich vor uns hin. Dafür brauchen wir noch zweimal Glas. Aber wir kommen voran. Ist mir egal, dass wir jetzt sterben. Ich wollte gerade sagen, mein Zuhause ist unter Wasser. Ist mir egal, dass wir hier sterben, ganz ehrlich. Ich will diesen Wasseraufbereiter haben, damit ich mehr als genug Wasser habe. Ey, in den Mülleimer kann ich Dinge reintun. Das ist ja lustig. Da kann ich meine Sachen reinpacken, die ich nicht möchte. Oder macht er daraus irgendwas? Ich kann hier ehrlich gesagt was reinpacken. Na gut. Fasergewebe müsste ich auch noch haben, ne? Synthetische Fasern. So. Was ist denn Quarz? Ach so, klar. Hm. Ich habe natürlich keins mehr, ne? Ich habe gerade an Minecraft und Quarz gedacht. Ah doch. Ich habe noch welches. Ich könnte sogar Glas machen. Hm. Na gut, dann brauchen wir noch mal viermal Quarz. Ach, hier, ne? 1, 2, 3, 4, so. Dann machen wir uns ein bisschen Glas. Sehr schön. Und hier noch Fasergewebe. Ich komme hier gar nicht durch. Ein bisschen suboptimal, aber wir haben unser eigenes Zuhause. Ist es nicht schön, dass wir vorankommen hier? Ich find's richtig toll. Endlich mal ein richtiges Zuhause. Ich habe zwar noch kein Bett, aber egal. Ah. Fasergewebe. Was war denn das nochmal? Ich weiß nicht mehr, was ein Fasergewebe ist. Ah. Ja, gut, das bekommen wir schnell zusammen, ne? Oh, gehen wir hier kurz raus. Wo soll ich mein Messer hin? Habe ich mein Messer aus Versehen weggelegt? Hier ist ja gar nichts drin. Hä? Hilfe! Okay. Ich habe mein Messer weggelegt. Okay. So, easy. Das nehmen wir auch noch mit.
So. Das haben wir auch fertig und dann würde ich sagen, lesen wir den Rest der Folge ein bisschen. Okay, vielleicht kann man sich da heilen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. So, Datenbank, Baupläne, Energie, Kernreaktor haben wir bekommen, Datendownload, Betriebskontrolle, Antriebskern, Hüllenbruch. Der Antriebskern der Aurora wird von einer dicken Ummantelung aus Metall geschützt, die kurz nach dem Aufschlag an vier Stellen gebrochen ist. Dadurch tritt weiterhin Strahlung in die umgebende Umwelt aus, bis die Brüche versiegelt sind, haben wir gemacht. Danach wird die Strahlung in der Umwelt mit der Zeit abnehmen. Diese Prozedur sollte nur mit ausreichendem Strahlenschutz und einem vollständig geladenen Reparaturwerkzeug in Angriff genommen werden, haben wir alles gemacht. Öffentliche Dokumente. Treten Sie dem Altera Verwaltungsrat bei. Es geht nicht um Geld, das hat mir jeder Direktor von Altera gesagt. Und ich glaube Ihnen, Profit ist nur ein vorübergehender Maßstab für Erfolg. Macht und Status sind die wirklichen Ziele. Macht man genug Profit für die Altera-Gesellschaft, wird man von den mächtigsten Geschäftsleuten im Universum anerkannt. Gründet man ein Unternehmen, das jeden Wettbewerb ausschaltet, kann man nach zwangsweiser Übernahme in den Aufsichtsrat aufsteigen. Die Vergünstigungen umfassen Reisen, kostenlose Nutzung der firmeneigenen Phasentore, Begleitung, persönliche Assistenten für jeden Bereich des Lebens, langes Leben, automatischer Organersatz. Altera, bekommen, was du verdienst. Okay. Ist alles, was wir gefunden haben? Ja gut, die Pflanzen, schön viel Weifeichen, Tierchen, hast du nicht gesehen. Bluter, kennen wir ja. Uralter Schweber. Biodaten zeigen, dass diese riesige Schweber dank einer raffinierten Symbiose mit dem Land, an dem sie haften, so alt geworden sind. Oh. Okay. Interesting. Zeitkapseln. Ist das ein Bild von dem Absturz? Interessant. Ich würde gerne mehr davon finden. Ich bin mal im Bett hängen geblieben. Ja gut, so viel zum Thema. Wir lesen die restliche Folge. So, wir haben jetzt hier noch zwei Räume frei. Ich würde sagen, einer wird auf jeden Fall ein Reaktorraum. Der Bioreaktor ist voll billig gemacht. Bisschen Schmierstoff, bisschen Kabelsatz und Titan. Das ist ja easy going, ey. Was ist los? Was fehlt mir denn hier noch? Ah, hier. Baupläne, was haben wir noch dazu bekommen? Da, Feuerlöschanlage und Solar. Oh, not bad. So, was können wir hier noch mitpacken? Wasserfilteranlage. Oh. Packen wir da einen hin. Da einen hin. Da einen hin. Und da einen hin. So, dann wird das hier ein Reaktorraum. So. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir uns davon fernhalten. Lebensform Zuchtbehälter, der kommt auch irgendwann noch dazu. Und die Leiter, die können wir natürlich nirgendwo hinpacken. Ja, cool. Da haben wir den Raum auf jeden Fall auch schon mal gesichert. Aquarium. Ich möchte das Aquarium noch hier mit hinpacken. Wir haben hier immer noch ein bisschen Platz. Siehst du noch, als wir noch gar keinen Platz hatten? Haben wir mehr als genug. Können wir sogar zwei... Nein, können wir nicht. Aber weißt du was? Hier passt auch noch ein Aquarium hin. Zack. So, dann ist der Raum auf jeden Fall auch voll belegt. Was wir hier noch draus machen, weiß ich nicht. Vielleicht so ein Innenbeetkasten? Und dann pflanzen wir da irgendwas rein.
dann nehmen wir das und das und dann packen wir es da rein. Gucken wir mal, ob... Hä? Ich kann nur eine Sache reinpacken, okay. Gucken wir mal, ob irgendwas daraus wird. Da, guck mal da. Finde ich gut. Wir müssen natürlich irgendwas reintun, was uns Essen gibt, ne? Ist ja eine ganz klare Sache. So, ja, das dazu, ich würde sagen, in der nächsten Folge bauen wir den Reaktor fertig. Und dann, ja, würde ich sagen, geht's wieder ans Erkunden. Schmierstoff, okay, gut. Haut rein, euer Zero, tschüss.